Deine Seele ist der Navigator zum Erfolg. Das ist das Thema heute in Amatas Live Talk. Und diesen Satz sagt eine Frau, die derzeit in Zypern wohnt. Wir haben uns vor Jahren kennengelernt, da war sie noch in Sofia. Sie ist eine beeindruckende Frau, Mama von 5 Kindern, hat vieles erlebt und gibt vieles weiter und ist in diesem Thema ganz, ganz, ganz tief drin. Ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen, liebe Dragisa Schadek, schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe deinen Vornamen jetzt richtig ausgesprochen. Der hängt bei mir ein bisschen. Herzlichen Dank, liebe Amata, für die Einladung und ich freue mich sehr, ja, dabei zu sein und einfach mit dir ein nettes Gespräch zu führen. Sehr Ja. gerne. Ja, das Schöne, gell? Von überall in der Welt aus kann man ein Gespräch führen und Toll. das ist einfach wunderbar. Von Paraguay nach Zypern, wo auch immer hin. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, sag uns doch ganz kurz, was war dein schönstes Erlebnis heute? Oh, heute. Oh, ich habe mit einer frisch gebackenen Mama gesprochen, mit ihrem Baby. Ich habe das Baby noch nicht gesehen und sie hat es im Arm, ihre kleine Tochter. Das war so süß. Also es war schon so Highlight des Tages, wenn ich das so spontan sagen darf, ja. Das ist einfach auch immer was ganz Besonderes, oder? Genau. Also, ich selber war ja lange Zeit im Kindergarten tätig als Erzieherin. Da war, naja, die Kinder dann ab 3 erst gehabt. Aber Babys, die haben schon eine ganz besondere Anziehungskraft und eine Faszination. Und ich weiß, wie meine Schwägerin die Kinder gekriegt hat. Wow. Und auch bei Freunden immer wieder. Es ist immer wieder faszinierend. So Immer schön. das Zeichen von Neubeginn, ne? Ja. Und Babys strahlen einfach etwas aus, das jeden von uns, glaube ich, irgendwie zum Lächeln bringt und eine ganz besondere Schwingung hervorruft. Das Das Herz ist, öffnet. ja, ja. Meine Liebe, nimm uns doch vielleicht mal ganz kurz mit rein. Wer bist du denn so privat und wie kam es zu dem, was du heute machst? Oh, ja, da muss ich ja ziemlich ausholen. Also ganz kurz für momentane Situation. Ich bin Mama von 5 erwachsenen Kindern, hast du schon erwähnt. Habe mittlerweile auch schon 6 Enkelkinder und bin glücklich verheiratet mit meinem Mann jetzt hier seit knapp einem Monat erst auf Zypern. Und wir fühlen uns hier super wohl. Es ist sehr schön hier. Wir haben Berge wie in der Schweiz und wir haben das große Meer. Es ist ein Traum. Ich habe mir meinen Traum damit wirklich erfüllt. So, was ich bin sonst noch oder wie ich dazu komme, deine Frage. Ich bin hellsichtig geboren und habe viele, viele, viele Dinge schon als Kind gesehen, was mir wahnsinnig Angst gemacht hat, weil ich gemerkt habe, irgendwann früher oder später hat sich herausgestellt, die anderen sehen nicht, was ich sehe. Und dann war natürlich so ein Punkt so zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr. Ich erinnere mich an diesen Tag ganz genau, habe ich was erzählt und dann haben sie mich ausgelacht. Ach, guck mal, die Dragica, die fantasiert mal wieder. Und wer will schon ausgelacht werden? Da wurde mir dann so bewusst, ne, mit 9 Jahren, ja, das will ich nicht. Und von da an ging es mir eigentlich relativ schlecht, weil ich eigentlich immer in Angst gelebt habe. Weil viele Träume, die ich gehabt habe, die haben sich bewahrheitet. Also das, was ich geträumt habe, war dann genauso. Ob jemand gestorben ist oder ein Unfall, sogar meinen eigenen Unfall habe ich damals vorausgesehen. Alle so komischen Sachen sind passiert. Und niemand hat mir irgendwie wirklich geglaubt. Und dann war das ja so, dass ich durch die Angst irgendwie scheinbar komplett zugemacht habe. Oder die da oben haben gesagt, komm, wir lassen sie jetzt mal in Ruhe oder so. Es passierten zwar immer wieder Dinge, die halt eben komisch für mich waren, aber ich konnte ein bisschen entspannen. Und dann mach mal einen Sprung mit 16 Jahren. Kam ich von meiner Ausbildung, habe Bürokauffrau gelernt und bin so des Weges nach Hause gegangen und bin immer an eine Bücherei und ich war von seitdem ich lesen kann ein Bücherwurm. Und da war ein Korb mit Büchern runtergesetzt. Ja, nur als Lehrling hatte ich nicht viel Geld und ich guck da und stöber da rum und plötzlich fällt von der Seite ein Buch auf meine Hand. Und ich guck, was ist das im Yoga? Da sitzt eine Frau im Yoga, eine Amerikanerin, habe ich nachher rausgekriegt, und steht da ganz groß Yoga drauf und hab geblättert, hab geguckt, hab 2 Seiten gelesen, habe ich gesagt, das nehme ich mit so. Ich glaube, 5 Mark hat's gekostet oder so damals.
Da habe ich das Buch mitgenommen und habe dann heimlich, weil mein Gefühl sagte mir, dafür werden die auch kein Verständnis haben, habe ich also heimlich dieses Buch dann durchgelesen, die Übungen, Yoga-Übungen begonnen in meinem Kinderzimmer zu machen und zu meditieren. Und durch die Meditation ist meine Meinung so im Nachhinein gewesen, haben sich die Pforten wieder geöffnet. Und ich hatte wieder einen sehr, sehr guten Kontakt, wo aber dann plötzlich nicht mehr so schlimme Dinge wie in der Kindheit. In der Kindheit sieht man tatsächlich in die vierte Dimension, die dann einem Kind sehr große Angst machen kann. Da tummelt sich ja alles rum. Und wie gesagt, das war mit 16 nicht mehr so. Vielleicht auch durch die Meditation, dass ich mehr nach oben geguckt habe, als so in die vierte Dimension rein, ja. Und da passierten auch seltsame Geschichten, aber die waren jetzt nicht so, dass mir das so extrem Angst machte. Und dann lernte ich eine Frau kennen, die mir dann ein Buch in die Hand gedrückt hat. Und es war auch von der Amerikanerin, Du und deine Engel oder so hieß das. Ich mache das auf und lese das. Ich konnte gar nicht aus. Ein ganz dünnes Büchlein habe ich heute noch, das drin stand, all das, was ich gesehen und gehört habe, sage ich mal, stimmt, ich bin nicht verrückt. Ich bin anders, aber nicht verrückt. Und das war dann so für mich, wow, habe ich gedacht, das war so schön, weil meiner Freundin habe ich das erzählt und sie hat das irgendwie verstanden, sagt sie, ich kann zwar nicht sehen wie du, aber ich verstehe das und ich weiß, dass es das gibt und sie drückte mir dieses Buch dann in der Hand. Und von da ab ging es wirklich bergauf, dass ich immer mehr wahrgenommen habe, auch immer mehr zugelassen habe. Und dann mit 20 hatte ich nochmal so ein einschneidendes Erlebnis. Ich hatte eine OP, wo ich um 7:30 auf die Uhr schaute, dann war ich weg und abends gegen 10 Uhr bin ich erst wieder wach geworden, wo der Arzt sagte, Gott sei Dank, wir haben sie wieder. Also da war ich fast innerlich verblutet. Und dann, ich denke mal, heute weiß ich, dass es einen Sinn hat, warum ich das damals überlebt habe. Und es war also wirklich so, dass danach war wirklich permanentes Öffnen. Also ich würde sagen Bewusstseinserweiterung, so heißt ja auch meine Seite bewusstseinszentrum.de, weil ich ja halt eben, das war so mein Kick, jetzt beginnt's. Und habe dann, also während meine Vier-Kinder-Phase, nicht wirklich damit was gemacht, sondern mehr an mir gearbeitet, an meinen Glaubenssätzen und so, um halt auch mit den Kindern klarzukommen, war sehr viel allein mit den Kindern, habe mich dann getrennt. Habe dann noch meine Tochter bekommen und habe in der Schwangerschaft schon begonnen. Da hat meine Freundin, die mir damals das Buch geschenkt hat, das Engelbuch, hat mir schon die ersten Kunden geschickt. Sagt sie, das, was du kannst, kann ich nicht. Und habe sie mir die Leute so immer wieder hingeschickt. Und so bin ich gewachsen und habe jahrelang nur mal so, weißt du, so hobbymäßig, meistens auch ko vollkommen kostenlos gearbeitet oder so kleine Spenden habe ich bekommen, bis ich dann wirklich 95 dann endgültig auch das Gewerbe angemeldet habe. Ich habe zwischendurch auch noch ein bisschen gearbeitet und habe dann halb-halb gemacht, wie man das halt so langsam angehen lässt und habe dann 95 losgelegt. Und ja, seitdem lebe ich davon, seit 1995. Jetzt, bevor wir da noch reingehen, mit was du da losgelegt hast und was du machst, du hast einen Punkt angesprochen, der vielleicht für manchen nicht so klar ist. Du hast die vierte Dimension angesprochen, man hört auf dritte, vierte, fünfte Dimension. Nimm uns doch mal mit rein, was ist es, was versteht man da genau drunter? Ja, sehr gerne. Also es ist ja so, dass ich praktisch so mit ungefähr 30 habe ich erfahren, dass ich einen Geistführer habe. Und dieser Geistführer hat sich Metatron genannt. Und Metatron weiß ich, dass der Hüter der Akasha-Chronik ist und der König der Engel wird er genannt. Also er ist nicht so normaler Erzengel, sondern es ist der Engel über diese Engel, Erzengel und so weiter. Das nur mal so kurz. Ich habe auch eine Engelseite, da kann man sich dann durchstöbern. Auf jeden Fall ist es so, dass die dritte Dimension das ist, wo wir jetzt leben. Ja, das heißt, du siehst hier, wir leben in der Dualität, dass diese Ebene, die wir mit Augen wahrnehmen, die dritte Dimension. Die vierte Dimension ist dann körperlos. Das heißt, da leben im Prinzip, ja, ich will niemandem Angst machen, weil dieses Wort Geist macht den Leuten Angst, ja. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn der
die Seele den Körper verlässt, ja, dann ist, es gibt ja die sogenannte erdgebundenen Seelen und da tummeln sich unzählige erdgebundene Seelen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Menschen, also im menschlichen Körper, nicht an Gott geglaubt haben. Die haben geglaubt, es gibt danach nichts mehr, ja, oder waren diese absolute Atheisten, für die gibt's nichts, geboren und tot und fertig. Selbstmörder oder Menschen, die spontan plötzlich sterben, die dann praktisch nicht geglaubt haben und die Seele Orientierung verliert, die landen dann in der vierten Dimension. Da gibt's also auch wirklich von ganz böse bis schon, ja, das gibt 7 Stufen, so hat man mir erklärt aus der geistigen Welt. Hier gibt es 7 Bewusstseinsstufen. In jeder Ebene, auf jedem Level gibt es 7 Bewusstseinsstufen. Das heißt, auch in der vierten Dimension gibt es. Also nicht jeder landet sozusagen im Sumpf und ist in dieser Höhle sozusagen, sondern es gibt mehrere Stufen des Bewusstseins. Ja, also in die fünfte Dimension, auch da gibt es diese 7 Stufen, kommen wirklich Seelen, wo die schon sehr viel erkannt haben, wo sehr viel Gottvertrauen da ist, wo wirklich dieses Bewusstsein, dass die göttliche Führung das ist, dass wir ein Teil, unsere Seele, ein Teil Gottes ist, die in diesen Körper wirkt, immer wieder geboren wird, für die ist schon ziemlich sicher da die Pforte in die fünfte Dimension geöffnet. Und in der fünften Dimension heißt nicht, dass man keinen Körper hat. Ja, es gibt diesen, manche nennen es ja Astralkörper, ja, den nimmst du praktisch mit. Und diese fünfte Ebene ist dann auch eben, man lernt weiter. Wenn die Leute sagen, ja, wenn die Seele den Körper verlässt, dann ist die direkt bei Gott. Nein, ja, ich weiß, dass es nicht stimmt, weil es eben diese Abstufen gibt. Es gibt ganz viele Ebenen, die wir durchlaufen als Seele. Ja, wir kommen aus dem Herzen Gottes. Ja, wir alle, diese großen Seelen, viele nennen das die Körperseele und dann das höhere Selbst, das sich verkörpert. Ja, und im Prinzip machen wir alle Erfahrungen. Wir sind ja hier, dieser Gott erfährt sich durch uns alle, durch Menschen, durch Pflanzen, durch Tiere. Ja, das ist alles eine Gotteserfahrung. Und diese Ebene der Menschen, normalerweise nennt man das Evolution, nennt man es, ne? Aber es ist tatsächlich so, die Seele möchte alles lernen, alles erfahren, jede Ebene erforschen. Und den Fehler, den wir im Prinzip machen hier auf der Erde, ist, dass wir uns durch bestimmte Dinge wehren, ja, dass wir Widerstand erzeugen und das macht uns das Leben schwer. Wir machen uns im Prinzip das Leben selber schwer, indem wir sagen, ah, ich bin hier, wow, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, wo ich vor ungefähr 10 Jahren damit begonnen habe, hat sich drastisch mein Leben verändert. Weil wenn was passiert, wenn du dich ärgerst, schadest du dir selbst. Bist du traurig, schadest du dir selbst. Punkt. Ja, wenn ich aber sage, hey, das ist ja eine tolle Erfahrung, die ich jetzt da gemacht habe, bekommst du mehr und mehr dieses Gefühl von, ich bin ganz im Hier und Jetzt, ich bin im Präsent. Und das ist das, was wir wissen müssen. Wir sind alle wunderbare Seelen. Und warum sagt man denn hier, der Körper ist der Tempel der Seele oder das Haus der Seele? Also wenn wir uns alle bewusst werden, dass wir die großen Seelen sind, groß, weit und machtvoll, haben wir die Macht, alles hier zu erschaffen. So viele Coaches erzählen da draußen von der Schöpferkraft. Du bist der Schöpfer. Aber wie willst du Schöpfer sein, wenn du dich mit dem Körper identifizierst? Das geht nicht. Du kannst dich nicht mit dem Körper, mit diesem kleinen Teil, ich bin jetzt 1,60, identifizieren. Das geht nicht, diese Größe. Dann kommt diese, hatte ich ja selber dieses Problem auch. Ja, ich bin zu klein, ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser, tralala. Ich glaube, das sind, ne, viele Frauen haben genau dieses Problem. Aber das Problem beginnt bei sich selbst, indem man sich mit dem Körper identifiziert. Sobald ich aber klar habe und das verinnerliche, ich bin große Seele, ich habe den Zugang zum Schöpfer und ich habe den Zugang zu der Schöpferkraft, die ich hier in meinem Körper, in der Gegenwart leben kann, dann verändert sich plötzlich alles.
Wann verändert sich plötzlich alles, sagst du? Und ich glaube, das ist so, in unserer Generation habe ich es jedenfalls so erlebt, dass sehr viel auf den Körper ausgerichtet ist, dass der Fokus sehr stark, ja, der Körper so im Vordergrund steht. Und ich glaube, derzeit geschieht so viel, dass immer mehr Menschen spüren und merken, es ist viel mehr als nur der Körper. Der Körper ist in meinen Augen ein wertvolles Geschenk, das wir bekommen haben, aber wir bestehen aus viel mehr wie der Körper. Und ich bin ja fast 20 Jahre im Kloster gewesen und da ist so dieses, ja, ich sage jetzt mal, der Körper nicht ganz so im Vordergrund stand, aber auch dieser, den Körper als Tempel des Heiligen Geistes, wie es in der Bibel mal heißt, zu sagen, Gott ist nicht nur um uns, sondern er ist auch in uns. Und das, was im Christlichen als Himmel genannt wird, ist ja nicht etwas nur, was dann später mal ist, wenn dieses Leben auf dieser Erde vorbei ist, sondern das ist ja letztlich was jetzt schon geschieht, was du im Prinzip mit dieser fünften Dimension beschreibst. Also dieses genau. Erfahren und Erleben, es ist so viel mehr als das, was wir mit unseren Augen und Ohren erstmal wahrnehmen. Und ich Correct. glaube, das ist ein Thema, wo immer mehr Menschen in der aktuellen Zeit spüren, da ist doch einfach mehr. Du hast 95 gestartet, liebe Drangica. Was hast du denn genau gemacht damals und wie hat sich das entwickelt? Was machst du heute? Oh, das hat sich ordentlich entwickelt und trotzdem hat sich ein roter Faden dadurch gezogen. Ja, dadurch, dass Metatron sich bei mir gemeldet hat, so war Thema Engel bei mir ganz präsent. Und wie das dann so ist, gesetzte Anziehung ist in Kraft getreten. Das kann ich so oft in meinem Leben. Deswegen kann ich nur sagen, schaut mal genau hin. Was ziehst du an? Was hast du vorher gedacht? Worüber hast du dich beschäftigt? Das ziehst du automatisch an, ne? Und da plötzlich war ich im Bioladen und ich sehe da einen Zettel und da drauf steht Engelseminar an einem Nachmittag. Ich meine, du musst dir vorstellen, 95, Engelseminar. Bioladen war ganz neu. Und da habe ich gesagt, oh, da muss ich anrufen. Habe ich da direkt angerufen, wo ich zu Hause war. Und die sagte, ja, es sind noch Plätze frei. Und wir waren da ungefähr so 14, 15, 16 Damen, keine Ahnung, nur Frauen. Und das war Nachmittag von, ich glaube, 2 Uhr bis 16, also 4 Stunden, 3, 4 Stunden, sowas. Musste noch meine Kinder irgendwie unterbringen in der Zeit. Ja, das war für mich nicht so einfach. Aber ich habe, also, wo ein Wille ist, ein Weg. Mit 5 Kindern, die habe ich untergebracht bekommen, dass ich zu diesem Engelseminar, wo ich unbedingt hin wollte, hinkam. Das ist einfach so, wo ich sage, alles ist möglich, wenn du es wirklich willst. Ja? Und dann war ich da. Und was ich da erlebt habe, das waren mehrere Faktoren, die mich so gefesselt haben. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, was denn ich denn für eine Mission hier habe, ob ich eine habe. Das war ja so, man muss sich vorstellen, so nebenbei begonnen. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht selbstständig. Ja. Das war, ich glaube, meine Tochter war ein Jahr alt oder so. Ja, das war dann 90, 91 ist die geboren. 91, 92 war das. War die noch ganz klein. Und dann sagte sie mir im Channeling, dass meine Mission ist, Menschen zu helfen, die innere Kraft bei den Menschen zu entfalten und denen zu helfen, Energie zu steigern. Aber das sollte ich zuerst mal bei mir beginnen. Das war ganz klar die Botschaft. Beginne bei dir selbst, sei begeistert von dem, was du tust und vertraue auf unsere Führung. Okay? Das war das ungefähr, was ich mir gemerkt habe. Ne? Alles andere, es sind so viele Sachen passiert in diesen 2, 3 Meditationen, die sie mit uns gemacht hat. Das war dann wirklich Magic. Und dann hat sie gesagt, zum Abschied, wo ich sie gedrückt habe und es verabschiedet habe, dann sagt sie, fang bitte sofort an. Und ich denke, wow, sofort anfangen. Was soll ich denn anfangen? Und dann habe ich sie nochmal angerufen, danach, ein paar Tage später, und habe gesagt, du Petra, wie sieht's denn aus? Was kann ich denn da noch tun? Du sagst einfach anfangen. Dann sagt sie, hol dir die und die Karten, dann fängst du schon mal mit Meditationen an. So, und dann habe ich mir diese Engelkarten geholt.
Und diese Engelkarten haben mir dann wirklich den absoluten Kick gegeben, weil jedes Mal, wenn ich eine zog, jeden Tag zog ich dann eine, ich habe eine Frage gestellt, eine Frage, und dann stand die Botschaft da drauf und ich fing an, diese Lichtwesen zu sehen, und zwar mit offenen Augen. Das war Magic. Ja, also das war wirklich so wie für mich, ich fand das als Gnade Gottes so ein Riesengeschenk. Und dann wusste ich, ich bin richtig, es ist tatsächlich so. Das war keine, ne, dieses Channeling war echt. So war für mich klar, das war echt. Ja, und dann habe ich meinen zwei, drei Freundinnen Bescheid gesagt, du, Mittwochabend mache ich Meditation. Oh, ich komme, ich bringe noch jemanden mit. Und ich hatte am allerersten Abend schon sechs Leute da sitzen. Und jeder durfte eine Karte ziehen. Und ich habe da oben nachgefragt und ich bekam dann also auch die Führung. So hat es angefangen. So easy. Ich weiß, dass es nicht für jeden so ist. Mein Geschenk war ja von Geburt an. Und ich weiß ja auch, dass ich viele Inkarnationen dahingehend hingearbeitet habe, dass ich das, was ich heute mache, so machen durfte. So, und dann ging das so weiter. Zuerst waren es Engelmeditationen an den Abenden. Irgendwann habe ich mich hingesetzt und anhand dem ganzen Wissens, was ich so bekommen habe, habe ich mir immer alles nur schön notiert, habe ich ein Engelseminar gemacht, 2 Tage lang. Ja, und dann kamen 180 Euro pro Person damals. Ich glaube damals, nee, das war doch, nee, 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 das Noch war noch mal. D-Mark. D-Mark, weil Euro kam erst ab Genau. 2000, richtig. Das war noch alles D-Mark, aber war für mich viel Geld. Und so habe ich dann begonnen und irgendwann hatte ich so viele Leute, dass plötzlich meine Freundin sagte, du, das wird jetzt kritisch, du musst anmelden. Ich sage, was muss ich denn anmelden? Ja, du musst doch Gewerbe anmelden. Ich sage, wie denn? Ich stell doch nichts her. Ja, aber du musst trotzdem Steuern bezahlen. Ah, okay. War mir völlig fremd zur damaligen Zeit. Ich hatte keine Ahnung von diesen Dingen. Na, heute weiß man das ja, wenn jemand ein bisschen, ja, Kongresse guckt oder so, dann weiß er schon Bescheid. Aber ich wusste damals gar nichts, null. Vorher war ich als Bürokauffrau angestellt, weißt du? Da Ja. zahlst du alles und gut ist. Und dann kam natürlich eine Lawine zu, ne? Mit 95 dann. Da musste ich mich privat versichern, weil ich gekündigt habe, meine Arbeitsstelle. Dann musste ich alles bezahlen und gucken, dass das Geld reinkam. Und ich weiß, wo ich gekündigt habe, habe ich gesagt, so, lieber Gott, wenn du willst, dass ich für dich arbeite, dann sorge gut für mich und ich vertraue dir. Und weißt du, das war. Es berührt mich heute noch, muss ich aufpassen, dass ich nicht heule vor Berührung, weil es war wirklich so, dass das, was ich vorher verdient habe auf der Arbeit und nebenbei so ein bisschen verdient habe, das war das Dreifache von dem, was ich sonst für Arbeit und nebenbei verdient habe. Das war wieder für mich der Beweis, habe ich nur gesagt, danke Gott. Ich Ja. werde geführt, ich werde geleitet und es wird gut für mich gesorgt. Und da war ich so im Vertrauen. Und ja, weißt du, bis zum heutigen Tage, von diesem Tag an, gab es immer Situationen, wo ich da zu knabbern hatte. Ich hatte 2 Aufstiegslevel. Und bevor dieser Level kam, habe ich zuerst mal einen Bauchplatscher gemacht. Zweimal richtig heftig. Ja, das war dann, ich weiß, bei dem letzten, das war, 2000, wann waren da 60? Ah, nee, Quatsch, viel früher. 12 war das, glaube ich, oder so. Da habe ich das letzte Mal diesen Bauchplatscher und dann hat man mir gesagt, das ist spirituelles Ego, das geht nicht. So nicht. Und dann war wirklich, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wie soll es denn jetzt überhaupt weitergehen? Weißt du, ich habe dieses Riesenhaus gemietet von 1.500 € Miete damals. Also ich hatte Seminarzentrum mit Yogaraum, mit Meditationraum, mit Beratungsraum, mit allem drum und dran. Seminare fanden dann dort statt und. Ich habe alles so auf Seminarzentrum ausgerichtet. Und dann plötzlich, ich schwör's dir, von 80 Leuten, von dieser Woche, die ich noch hatte, kamen nächste Woche nicht eine Person. Ich habe die Stühle vorbereitet, ich habe Kerzen angemacht, ich habe alles gemacht wie immer. Niemand ist gekommen. Niemand. Das war Learning, Teaching der höchsten Stelle von da oben. Und ich habe es aber noch immer nicht verstanden, sondern ich ging in Mimimi-Modus. Ja, ich gebe es zu, es ist nicht einfach. Wir müssen lernen. Wir müssen das, was wir tun, gut sein. Und wir müssen das leben, was wir, sag ich mal, predigen, ja? Und
Oh, das hat mich richtig, das hat mir echt mein Stolz und mein alles gebrochen, bis ich dann wirklich in absolutes Mitgefühl, Gnade und Wertschätzung gegangen bin, in tiefes Vertrauen. Und ab da ging es dann, das hat gedauert, glaub mir, das hat ungefähr 3, 4 Monate, wo ich wirklich, ich stehe mit meinem jüngsten Kind auf der Straße. Die anderen waren ja schon weg. Und das war wirklich richtig heftig. Und ja, und dann, wie ich da rauskam, vielleicht noch interessant für alle, dann habe ich da geheult. Ich habe auch dieses Buch Vom Wollen zum Sein geschrieben. So ist das entstanden in dieser Situation, ja, vom Wollen zum Sein. Da beschreibe ich genau, was passiert ist. Denn darunter steht, eigentlich sollte vom Wollen zum, also vom Ego zum Sein sollte das heißen. Es hat mir jemand abgeraten, ja, wenn du Ego schreibst damals, dann liest das keiner. Heute tut es mir leid, dass ich nicht so genannt habe, weil es bringt auf den Punkt. Das war so. Und unten drunter steht, ich will nicht, ich muss nicht, ich bin. Und das war das, was ich gelernt habe. Ich will nicht, ich muss nicht, ich bin. Das beschreibe ich auch im Buch, was da passiert ist. Und es war wirklich so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe es verstanden, lieber Gott, ich habe es verstanden. Und dann bin ich in mich gekehrt und habe gesagt, so, in der Meditation habe ich gefragt, und was mache ich jetzt, damit ich wieder deinen Job, den du für mich gedacht hast, machen darf. Ja, was soll ich tun? Und dann kam plötzlich innerer und äußerer Reichtum. Okay, habe ich gedacht, innerer, äußerer, was mache ich jetzt damit? Weißt du, damals war, da habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich hin und her und überlegt und dann habe ich gedacht, okay, innerer Reichtum ist das, was Gott uns mitgegeben hat. Die Fähigkeiten, die Talente. Und zu damaligen Zeiten war mir schon bewusst, was für Talente man mir mitgegeben hat, ja, und genau, und dann war dann äußerer Reichtum, aha, habe ich verstanden, das Innere, was ich in mir ist, rauszugeben, also dieses auszustrahlen, diese Energie, ne, diese Frequenzen, die in mir sind, mitzugeben, ja, und so war das dann, weißt du, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich wieder ein Seminar, innerer, äußerer Reichtum. Und damals waren es dann 180 Euro. Und das war witzig. Und 14 Leute kamen, genau 14 Teilnehmer. Sogar 2 Männer waren dabei, die sich angemeldet haben. Und das war so erfolgreich. Das war so erfolgreich. Also ich konnte nicht nur meine Miete und die Autorate und Strom und alles, was noch offen stand, bezahlen, sondern es blieb sogar noch was übrig. Und dann ging es wirklich von da aus kontinuierlich bergauf. Dann kam online, da habe ich mich da angemeldet. Mein Sohn hat mir geholfen. Mein Mann, damals noch nicht mein Mann, aber jetziger Mann, hat mir damals auch schon geholfen. Aus der Schweiz, er ist ein Schweizer. Und dann ging das immer per ich glaube, per Skype damals noch, genau. Zoom gab es ja noch nicht. Und so haben sie mein Sohn und mein Mann, die haben mir alle geholfen, dass ich dann die Internetseite machte, dass ich dann auf eine Plattform, da musste man was bezahlen, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Und darüber habe ich dann Webinare angefangen zu geben. Und dann haben sich auch automatisch dadurch Anmeldungen gegeben und so weiter. Also so. Und dann kam Karma-Ablösung und dann ging alles, nahm seinen Lauf. Dann ist das richtig explodiert, mein Business. Wow. Wow, was für eine Geschichte. Und ich glaube, du hast gerade so viele, viele wichtige Punkte angesprochen. Ich mag eines rausgreifen, es war so dieses Vertrauen. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn wir wirklich in diesem Vertrauen sind, dass Gott, manche nennen es das Leben, so immer, Gott für uns ist, dass alles für unser Bestes gedacht ist, dann geschehen genau auch die Dinge. Und ich kann mich gut erinnern, als ich noch im Kloster war und ich gespürt habe, es ist nicht mehr stimmig, es passt nicht mehr. Da war auch so meine Frage an Gott, was ist es denn? Wie soll es denn weitergehen? Ja, weil ich wissen wollte, was hat Gott mit mir vor? Ich wollte nicht einfach nur selber eine Entscheidung treffen. Und mir war klar, weil viele haben gesagt, nee, du weißt ja gar nicht, wie es dann danach weitergeht. Nee, wusste ich nicht. Aber dieses Vertrauen, ich wusste, er hat bisher so gut für mich gesorgt. Und deswegen war auch dieses Vertrauen da. Es wird auch dann, wenn ich einen ganz neuen Weg einschlage, wird er gut für mich sorgen. Und es war so. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist das, was du gerade auch angesprochen hast und was wir immer wieder auch sehen dürfen, gibt es auf dem Weg dann immer wieder ja so spannende Themen, wo wir halt
dann manchmal nicht so ganz im Vertrauen sind, wo uns dann so Hindernisse auf den Weg kommen. Bei mir war es meine Krebsdiagnose, ja, wo ich auch gemerkt habe, was ist da, ja? Was hat dazu geführt? Was ist sozusagen durchaus die Ursache, aber vor allem, was ist die Botschaft dahinter? Weil es geht nicht darum, nur rückwärts zu schauen, sondern es geht, glaube ich, zu sehen, was steckt denn dahinter? Und auch hier wieder ins Vertrauen zu gehen und aus dem Vertrauen rauszuleben und was dann entstehen darf, das ist ja einfach nur großartig. Ja. Und du hast dazu beschrieben, auch mit den vielen Menschen, die da waren und dann niemand. Manche würden sagen, dann muss ich aufhören. Nee, wenn wir in diesem Vertrauen sind, immer wieder uns da ausrichten und dann zeigen sich die Dinge manchmal nicht so gleich. Du hast gerade auch gesagt, das zweite Mal hat es etwas länger gedauert, bis es klar war. Aber es ist alles okay. Wir brauchen das ja auch nicht bewerten und beurteilen, sondern wir dürfen einfach den Weg gehen, der für uns da gedacht ist. Danke für dieses intensive Teilen von deiner Geschichte. Sehr Hast gerne. du vielleicht für unsere Community noch drei ganz praktische Tipps für ihren Alltag? Weil du hast gesagt, deine Seele navigiert zum Erfolg. Was würdest Ja. du mitgeben? Genau. Das Wichtigste ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir Seelen sind, die diesen Körper bewohnen. Und dass wir uns nicht mit dem Körper identifizieren, sondern einfach auf die Kraft. Ich habe so einen schönen Satz bekommen. Ich glaube und vertraue fest darauf, dass die Kraft und die Macht der Liebe Gottes in mir und durch mich wirkt. Und dieser Satz sagt schon alles. Glaube und vertraue darauf, dass diese Kraft in dir wirkt, immer. Aber mach nicht zu, indem du dein Ego dein Ruder übergibst, ja. Behalte das Ruder. Du bist der Boss. Du Seele bist der Boss hier in diesem Körper. Und nicht dein Verstand und nicht dein Ego, was nebenher läuft und dich immer wieder in die Irre führen will. Weil das, was ich erlebt habe, was ich vorhin erzählt, da sind die Testings, so nenne ich das bei den Teilnehmern in meinem Coaching. Leute, das sind Testings. Wie gut bist du in deinem Herzen verankert und im Vertrauen und in Verbindung mit höheren Selbst, mit Gott, mit Universum, was auch immer. Ja, wie du schon sagtest, ja, das ist alles eins. Wie du es nennst, ist dem lieben Gott wurscht. Ja, es ist wichtig, dass du dich öffnest. Das ist wichtig. Dich zentrierst, dich mit Himmel und Erde verbindest. Für viele ist so die Erdung, die fehlt. Die sind dann schweben irgendwo in Himmelsreichen und kriegen nichts gebacken. Warum? Weil sie nicht geerdet sind. Erde dich gut. Geh barfuß auf den Boden. Ja, auch mal auf dem Teppich, mal wirklich barfuß, stampf ein bisschen auf den Boden. Verbinde dich mit dem Boden. Es gibt nichts Schlimmeres wie diese ganzen Sportschuhe mit Plastikbö-Dingens, die halten ab, dass du die mit der Erde in Kontakt kommst. Zieh die Dinge aus. Ja, es gibt nichts Schlimmeres wie dieses Plastik an den Füßen. Und also verbinde dich, erkenne, dass du Seele bist und erde dich richtig gut. Nach oben verbinden, nach unten erden mit Mutter Erde, weil sie trägt uns, sie nährt uns. Ja, das ist total wichtig. Und diese Verbindung mit Himmel und Erde nenne ich Zentrierung. Es gibt in meinem Mitgliederbereich, der ist komplett kostenlos, gibt Zentrierung, gibt Magic Healing, gibt ganz viele Channelings, alles Mögliche, was jeder reingucken kann. Ich gebe dann gerne mal dann den Link, dass du den veröffentlichen kannst. Da ist auch eine wunderbare Herzöffnung drin mit Astralkörperreinigung, alles kostenlos. Man braucht sich da nur anmelden in diesem kostenlosen Mitgliederbereich. Ja, das ist auch für jeden. Auch wenn du sagst, ja, ich habe aber kein Geld, um jetzt was zu investieren, da kannst du dir schon mal ganz viele Dinge kostenlos auch holen. Ich sage ganz, ganz lieben Dank für das mit reinnehmen in deine Geschichte, in das, was du machst, in das Weitergeben. Und ja, wenn du heute das hörst oder siehst und dir, du spürst für dich, das ist genau das Richtige, teile es doch gern mit deinen Freunden. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns verbinden, vernetzen und weitergeben, weiterschenken, was uns gegeben ist. Nutz gerne die Geschenke, wir werden sie unten verlinken. Und ja, öffne dein Herz für das alles, was möglich ist.
Was ist es, was du zum Abschluss vielleicht noch mitgeben möchtest, liebe Drangsal? Ich darf jeder Zuschauerin oder Zuschauer einfach sagen, danke, dass es dich gibt. Geh in dein Vertrauen und verbinde dich tief mit deinem Herzen, weil da dein Herz ist das Sprachrohr deiner Seele. Und wenn du das fühlst, was ich gerade gesagt habe, wirst du spüren, dass das das Wichtigste im Leben ist. Vertrauen in dich und an das große Ganze. Vertrauen in dich und ins große Ganze. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch allen einen traumhaft schönen Tag. Ich wünsche dir, dass du im Vertrauen bist, aus deinem Herzen heraus leben kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen, erfüllten Tag, ein glückliches und natürlich auch freies Leben. Ganz liebe Grüße. Danke.